well. Hatte ich. Jo, das war's hier wohl, wa? What do you think? You know where we ought to be, Cole. Back to the explosion site. Come on. Back to the explosion site? Meinst du? Ich fahre erstmal zur Laundry. Ja, das will ich auch untersuchen. Nee. Templar ist wieder weg. Oh man. Aber es ist nicht schlimm, wenn ich. Wenn keine Leute zu gucken, weil dann bin ich mehr beim Spiel und schaffe das Spiel heute auch noch. Ah, oh, es wird so schön, wenn ich dieses Spiel durch habe. Ich freue mich schon richtig drauf. Ja, zocken halt. Achso, ich sehe ja in der Freundesliste links immer, wenn du halt zuguckst oder wenn du nicht zuguckst. Und bei mir bist du nicht in der Freundesliste links. Da steht, dass du mich nicht guckst. Dann lügt Twitch wohl immer wieder. Zocken halt. Du hast doch jetzt bei Rogue die Platin-Trophäe, oder? Was hast du jetzt? Oder was suchst du jetzt? Was suchst du jetzt? Hä? Was versuchst du jetzt? So, oder spielst du einfach normal irgendwann weiter? Oder, ach, keine Ahnung. Ich frag mich gerade, ne? Oh, fuck! Wenn wir gleich im letzten Fall nochmal hier vorbeifahren, da wo die Explosion war, ist dann immer noch alles zerstört? Weil das DLC kam ja eigentlich erst nach dem Hauptspiel. Das heißt, wenn man das Spiel damals ohne DLC gespielt hat, ne, dann gab es diesen Fall hier ja gar nicht. Aber jetzt spiele ich Rogue nochmal durch und sammle dabei alles. Okay. Der sieht aus wie hier Courtney. Courtney Love. Butters hat sich nochmal als Courtney Love verkleidet. So. Dirty Laundry. Mich wieder in diesem einen Haar hier unten rum. Wie lang das einfach ist. So! What do you need? What do you need? Phelps & Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Okay, das ist wohl der Mann von Takamoko Makamoko. Number was J2620, Cole. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Thank you for all your help, sir. Assi. Okay, brauche ein Telefon. Ach da. Operator, give me dispatch. Da hast du mich gerade als Freund entfernt bei Twitch. Phelps Badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thanks for your help. Oh. Das ist ja nicht wirklich meine Sackgasse. Tja. Wollt ihr nicht? Ort. Entschuldigung. Oh, zum Glück sind wir immer nicht bei GTA und die sind so wunderbar hier. Fällt mir ein, ich muss noch. Ich muss noch GTA oder Tomb Raider als nächstes? Ich muss heute noch aufnehmen eigentlich, 12 Folgen. Naja, muss ich danach einen Stream machen. Obwohl, der Stream geht ja vielleicht länger, ne? Oder morgen früh, mal gucken.
Hui, oh. Dachte, ich könnte eine coole Rampe von machen. Oh mein Gott. And at the next junction, you shut your trap. Hier waren vorhin die Leichen. Nun gut, dann gehe ich halt so hier hin. Ich weiß nicht genau, warum wir jetzt hier wieder hin sollen. Wir haben die Leiche gefunden. Im Schrank und so. Die hiermit zusammenhängt. Aber was wir jetzt hier noch finden sollen, keine Ahnung. Hi, mach hier schon sauber. Finde ich gut. Hörschel, was hast du denn zu sagen? Nochmal, ich hab nicht. Ah! Konnte nicht hören. Aber doch nicht genug Hinweise gefunden war. Hier kriegt wieder einen Arm raus. In dem Gang überhaupt drin. Hey, Detective, I think I got something here. Gar nicht geguckt hier. Boah, voll verpixelt. A very large egg cup, a Viking helmet. How would I know, Phelps? I put them back together. I thought four Vicks was a tough break. Noch ein Achievement bekommen. Immer der Nase nach. P und W West Major bla. Aha. Ja, so und jetzt. Doesn't look like anything. Advice? Da antwortet einfach gar nicht drauf. Was ist das denn? I'm stumped. Ideas? Ey, du Arsch. Hä, was kann ich jetzt damit machen? No good to me. Guck mal weiter. Voll der in Ordnung Schuh noch. Circumstantial. Hä, die sieht aber noch voll gut aus für eine Explosion. Hä, bin wieder zurückgelaufen, bin ich dumm. Ich kann sogar. Ich kann sogar hochheben. okay. Schöner Arm. Doch. Nehme ich mir mit nach Hause. Na, holy Bible, ja bitte. I don't think so. Hä? So, what next? Okay. Ach, da sehe ich ein Telefon auf der Karte, okay. Das heißt, da kann ich vielleicht wegen dem Ding, was ich da gefunden habe, mal nachfragen. Was ist da unten? Achso, wieder der halbe Körper. Ja, ist schon irgendwie interessant, ne? Eineinhalb Stunden Stream, jetzt noch eine Stunde. Ja, naja. Wird wohl länger dauern, der Stream. Aber ich bin ja schon im zweiten von drei Fällen, ne? Also können was werden hier. Oh, da kommt schon. I'm Fred Nicholson. Ah. Okay. This is your place? What's left of it? 32 years of work up in smoke. Can you tell us what happened? Our chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son.
A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor-intensive. The process could be worth millions. Who is Tomoko Akamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. By whom? By Dr. McClellan. He insisted I hire her. I know what you're going to say. But you don't look a gift horse in a mouth, do you? Hauptsache, das Buch gibt's auch im Englisch, aber da rannte sich nicht. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. Toll, keine Ahnung. Does McClellan have any friends in town that we could talk to? Beide habe ich es geschafft. In town long when we met, so no family. I don't think he had time for friends. He kept to his lab and his work. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. Was rennt der jetzt weg da? Was ist das denn? Voll scheiße. Hä? Warum rennt der jetzt weg? Tschüss. Dumm. Let's turn, shall we, during this brief intermission to an interesting situation. You wake up in the morning feeling weak. It could be a deficiency of iron you need for healthy blood and bones. That's why it's time to rise and shine. Yes, rise and shine yeast keeps your... Na, jetzt habe ich das Achievement, toll. Detective Phelps, badge 1247. Wie lange habe ich noch? How can I help, Detective? Can you speak to someone at the Army Air Force Base for me, please? Of course, Detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size. It looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. PNW Wasp Major R4360. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? Detective Phelps, badge 1247, messages, please. You need to call Ray Pinker urgently. Can you put me through? It's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part? Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Wasp R4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it. Broadcasting from Los Angeles, California. This is KEI. So. Aber ich würde sagen, you're behind the wheel. Ich kann nicht. You know the way. You can drive. Kann nicht einsteigen. Can you drive to this one? So. You think McClellan went up in smoke? Or is he still alive? You could ask the same question about Tomoko Akamoto. Tomoko Akamoto. I guess you could. You got an answer? Not yet. But I'm working on it. Was war das denn? Bisschen verbugt, wa? The military.
voluntary project, gentlemen. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes' aircraft. I'm sorry, I can't help you there, detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs, you're not still with the LAPD. Afraid so, mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. We found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Who is Mapes? What's his connection to Howard Hughes? Vernon Mapes used to work Advice. Howard Hughes? Word is he runs fuck pads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Ah, sehr cool. Role model. Stimmt, da ist ja auch der Laden. Howard Hughes. Moment, was? Ja, ne? Hier. Howard Hughes, das ist der Aviator, der Film. The Aviator. Leonardo DiCaprio in The Aviator. So. Ist ja noch eine wahre Geschichte und so. Der irgendwie zuerst Regisseur war. Und dort auch den bis dato erfolgreichsten und nicht vorher den teuersten Film aller Zeiten gemacht hat. Mit Flugzeugen und so. Und sich dann halt selber so daran gewagt hat, Flugzeuge zu bauen und zu fliegen und so. Cooler Film. Mr. Hughes believes so. Ist ja geil. Das gab's in dem Film nämlich, The Aviator. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H4 Hercules to you. You mind answering? Na, die Hercules. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Das ist quasi hier aus dem Film was nachspielen. Das ist ja geil. Mehr oder weniger. Also, ist ja nicht aus dem Film, ne? Ist ja nachher warm gegeben und so, aber trotzdem. Cool. You know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. Keine Ahnung, ob das eine Lüge ist, Alter. Und die Wahrheit. So, was hast du davon? We're in manufacturing. We work with suppliers. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Did Hughes have a contract with Nicholson? Hey, kid, lose the tone. Hughes has contracts with every plating shop in L.A. Ich weiß nicht mal, was ein Galvanisierer überhaupt ist. We'd like to discuss these contracts with Mr. Hughes. Woran sagen, sehen wir den wohl? This kid's a riot, Biggs. See Howard Hughes? Harry Truman has to make an appointment to see Howard Hughes. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Wie läuft das Stream ohne Generve? Echt gut. Ich schaff Dinge. Das ist halt geil, weil das Schiff halt, genau dieses Flugzeug halt auch in The Aviator gebaut wird. Zumindest nehme ich da recht, denn das war ja das, was er da, dieses, die Hercules irgendwie, ach, wie war das noch? Das größte Flugzeug aller Zeiten bis dato oder so. Das hier gebaut werden soll. Sehr geil. War doesn't determine who's right, just who's left. Genau, das war ja, wie gesagt, ne, Leonardo DiCaprio in dem Film. Der halt war halt Regisseur, hat halt, einen Film gemacht über die Fliegerstaffel da auch im Zweiten Weltkrieg und so. Hat den bis dato teuersten Film aller Zeiten gemacht, der leider aber, glaube ich, ein ziemlicher Flop wurde. Hat dann quasi selber irgendwie auch den Rekord für die schnellste Erdumrundung aufgestellt, mit einem Flugzeug zu fliegen. Hat auch dann irgendwie den schnellsten Flug geschafft. Hat dabei ja selber auch einen Unfall ich weiß nicht, ob es der schnellste Flug war. Zumindest hat er dann irgendwie noch einen Unfall gebaut, einen Flugzeugabsturz, den er überlebt hat. Schwer verletzt.
und so, und dann wollte er halt dieses Schiff hier bauen und so. Ich weiß selber auch nicht mehr ganz genau, was alles passiert ist. Und er hatte ja noch diesen Tick, diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Zwangsneurose, glaube ich, wo er manchmal immer Sachen wiederholt hat. Give me the blueprints, sage ich dazu nur. Das war, glaube ich, sogar während die Dinge gebaut haben. Dann standen sie im Hangar mit Give me the blueprints, give me the blueprints, give me the blueprints, give me the blueprints. Wenn ich mir aufhören konnte. Okay, aber mal. Oh. Jetzt habe ich nochmal Bock, Aviator zu gucken. Um das nochmal hier abzugleichen. Das ist ein echt geiler Film gewesen. Geil. Ich mag eben nicht, wenn man sagt, ein Film ist geil und ein Film ist cool. Das ist für mich ein sinnloser Actionfilm. Ist vielleicht geil oder cool. Aber nicht so eine Filme. Die bezeichnet man nicht als geil oder cool. Aber ich es gerade getan habe. So was soll ich ja nicht machen. Wo bin ich hier? Ich meine, mich hier groß umsehen bringt wahrscheinlich wenig. Ach ja, stimmt. Ich soll. Die. Oh. Wegen dem Cone. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. What's the oily covering on the metal? We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve them from oxidization. Ja, Chemie, ne? Da bin ich raus, leider. Looks like Mape's office is in the far corner. Let's go see what he's hiding. Hm. Nicht schlecht. Das gefällt mir. Anytime you two want some night security work, just give me a call. Don kann ich aber auch rein. Na, ich geh erstmal hier. Oh. Seems irrelevant. Ne, ist ja nur eine Waffe. Bestimmt irrelevant. Lappen. Das ist Howard Hughes. Der Lammfilm. Hat er auch so einen Schnäuzer im Film? Eigentlich ja nicht, ne? Es war ja eine Lebensgeschichte über mehrere Jahre, ne? Da hat er bestimmt mal zu den durchgehabt. Ich weiß gar nicht mehr. Also nicht aus wie Leonardo DiCaprio. Hätten sie einfach mal Leonardo DiCaprio jetzt einfach einfügen müssen. Das wäre super. That is Marie the Body McDonald. Oh, sieht voll langweilig aus. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Warte mal! Warte. Warte, 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 warte. Wir suchen jetzt mal nach Aviator, ja? Der Name, ob sie das ist.